sind Jenny, ich bin gelehrte Florikultur und ich bringe Farbe an das Leben. Als Blumengärtnerin weiß Jenny genau, was seine Pflanzen wenig brauchen. Aber wie ein Erbestand dafür erforderlich sind. Ich mich für den Beruf entschieden, weil ich gerne Pflanzen ziele und sie aufwässig sind und gerne mit der Natur eben zusammenarbeiten. Wir sind heute an der Zähre und ich habe eine Aussaat gekocht und ich sehe einen Papaya aus. Zum Schluss kommt noch ein bisschen Boden drauf. Wir müssen heute 75.000 Pflanzen ausputzen, der Tisch. Wir müssen die alle Blätter rausholen und sie bepflegen. Zu meinem Beruf gehört nicht nur die Pflanzenpflege, sondern auch der Verkauf und Beratung der Klienten. Wir wollen ja schließlich, dass Klienten zufrieden sind und lange Frieden in den Pflanzen haben. Wann ist geliefert? Vielen Dank. Merci. Adi. Adi. Ja, für den Beruf Florikultur zu schaffen, muss natürlich ein bisschen handwerklich begabt sein, muss ein bisschen Kondition mitbringen, für welches Jahr muss becken oder andöppen und so. Natürlich auch nicht zu viel empfindlich sein gegen die Kälte von den Rannen raus, von den Zähren so geht. Und natürlich Spaß an den Pflanzen haben. Zu meinem Beruf gehört natürlich auch die Beetpflege. Da tue ich mir rappe per Hand alles raus. Oder ich brenne den Unkraut direkt in Wasch. So habe ich die letzte Blume aufgeschnitten. Sie fertig mit der Arbeit. Und das war doch von meinem Beruf. Ich bin da mal fort. Adi. Moin, mein Name ist Steve. Ich bin Blumengärtner und mache mit diesem bisschen Boden an der kleinen Pflanze so eine große Pflanze. Weil da sind wir bei Geranien. Das ist ganz einfach, für den Stock mit dick geht, muss einfach bei den nächsten Stecklingen die ersten 3 bis 4 Blätter einfach weggepetzt gehen. Für den Stock mit Kraft schon mit dick geht. Zu einer Top-Pflege von der Geranien gehört natürlich auch die Bewässerung. An der Gärtnerei ist der Steve zuständig für viele Doppelpflanzen. Die müssen immer gut ausgesehen, für das sie auch beim Klient gut ankommen. Also Spaß im Beruf möchte, dass am Anfang kann ich produzieren. Es gehört dazu, ankaufen zu gehen, zu verkaufen, zu pflanzen selber. Einfach die Vielfältigkeit. Für mich auch persönlich ganz interessant, dass ich immer viel an der Natur bin. Da draußen, im Umgang mit den Leuten, permanenter Kontakt mit den Leuten. Das ist wirklich das, was der Beruf wirklich immens, immens flott macht. Ja, moin, Gärtnerei Binsfeld von Jeppeling. Ja, wenn wir vielleicht so finden gemischt, ja, machen wir direkt. Merci, adi. Voilà, hier ist eine Bestellung für private Leute. Wir haben klein, wir machen aber auch natürlich für die Gemengen. Wir haben grossen Stil, die wir auch dann ausliefern. Das ist der kreative Teil des Gärtnerberufs. Wir haben gerade mit dem Klient und Blumen zusammen ausgesicht. Und dann haben wir an die Jardinier gesagt, für den Klient zu machen, einen Fertig auf den Balkon setzen. Genug geschafft für heute, geht auf das Fußballtraining.